Ja, liebe Westwetter, zu einer neuen Wettervorhersage in diesem Video schon mal auf das Wetter in den kommenden Tagen. Fangen wir an mit den Niederschlagssignalen oder Niederschlagsmengen. Erstmal nach dem 18er-Lauf von gestern, was denn da so an Niederschlagsmengen berechnet wurde. Und das hat das GFS-Modell mal ordentlich was an Niederschlägen raus. Da hauen, so würde es im Südosten von Deutschland teilweise bis 70, 80 Liter Regen geben. Auch in NRW 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter wären durchaus drin. Wenn wir uns dann den Nullerlauf anschauen, ja, das wurde wieder ein kleines bisschen zurückgerudert. In NRW zum Beispiel würde es dann weniger Niederschlag geben, nur noch 5 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Aber im Südosten würde es weiterhin recht viel Regen geben, mit gut 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Schließen wir es ab. Schauen wir jetzt auf die Wetterlage vom morgigen Sonntag. Und da haben wir so eine Hochdruckbrücke, einmal vom Atlantik über Mitteleuropa bis in den Osten, nördlich davon zwei Tiefs und südlich davon ein Tief, und zwischen diesen beiden Tiefs, nördlich von uns, kommt oder will kühlere Luft nach Südosten strömen, und vom Süden will ja warme Luft aus dem Südwesten nach Deutschland reinströmen. Das schafft sie aber auch nur kurzzeitig. Schauen wir auf das Wetter vom morgigen Sonntag. Da haben wir dann vor allem über den Mittelgebirgen einzelne private Schauer oder Gewitter. Und an den Alpen gibt es ebenfalls einzelne, teils kräftige Gewitter. Dabei haben wir Temperaturen im Norden von 16 bis 18 Grad, hier im Westen 22, und im Südwesten erreichen wir schon örtlich 24 Grad. Örtlich könnten wir auch die 25-Grad-Marke knacken. Im Osten oder im gesamten Norden und Osten bleibt es sonnig. Der Montag, noch ein Tick schöner. Im Norden sind ein paar Schleierwolken unterwegs. Das ist die Ankündigung der warmen Front. Und die bringt schön warme Luft bis 26 Grad. Bekommen wir am Montag schon im Südwesten. Und teilweise sind in den Alpen immer noch einzelne Gewitter möglich, und Temperaturen sonst liegen bei 21 bis 25 Grad. Schauen wir auf den Dienstag. Ja. Und das wird vor allem im Westen schon ein bisschen wolkiger. Im Westen in NRW erreichen wir nur 27 Grad, sonst erreichen wir meist auch im Südwesten, am Oberrhein, teilweise bis zu 29 Grad. Sonst im Süden 25 bis 29, im Norden schon wieder kühler. Direkt an der Nord- und Ostsee erreichen wir teilweise nur bei leichten Schauern oder leichtem Regen nur 15 Grad. Ja, und dann wird es kühler im Norden. Am Mittwoch wird es dafür umso wärmer im Süden. Im Süden Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad, während es schon im Nordwesten Temperaturen von 21 oder 18 bis 21 Grad gibt, und einzelne Schauer und Gewitter sind durchaus dort dann möglich. Dann schauen wir dann in den Osten, auch schön mit Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad, und dann schauen wir jetzt noch zu guter Letzt auf den Donnerstag. Dort kommt der Niederschlag ein Stückchen weiter in den Süden voran. So kann es auch an Alpen wieder teils kräftigere Gewitter geben, im Osten auch. Und im äußersten Südwesten ist es wieder sonnig. Dort erreichen wir zwar nur Werte zwischen 25 und 27 Grad. Und dabei gibt es in ganz Deutschland fast dieses Schauwetter. Im äußersten Südosten erreichen wir Temperaturen eventuell zwischen 27 und 23 Grad. 27 und 30 Grad, so. Und das schauen wir uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen ausführlicher an. Zum Schluss möchte ich euch jetzt noch eben schnell die Ensembles zeigen. Für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die Niederschlagssignale hier haben wir nach dem GFS-Modell. Und da sehen wir, hier ist der Grünling eigentlich ganz gut eingebettet im langjährigen Mittel. Also nicht
Ausreißer nach oben oder nach unten. Nur wir sehen jetzt hier zum Ende des Beisagezeitraums einen kurzen Absturz des grünen Hauptlaufs. Dabei haben wir recht wenig Niederschlagssignale nach dem GFS-Modell. Das Ganze schaue ich noch nach dem EZMBF-Modell an und da gibt es auch mehr Läufe und da sehen wir, dass das langjährige Mittel oder dass die Temperatur und das Mittel der Temperatur weit überdurchschnittlich im langjährigen Mittel sind. Und hier sieht man jetzt auch, momentan sind die Temperaturen noch in einem Strang und dann geht die Bandbreite auch schon wieder los. Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten. Auch hier sind wenig Niederschlagssignale zu finden. Außer jetzt am heutigen Samstag, wo es diese teils kräftigen Schauer und Gewitter in Westdeutschland gibt. Das war es auch schon wieder in diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann und ciao.